Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei meiner Reise durch die windige Wüste von Starsand. Ja, wie gestern angekündigt, wir laden uns hier mal eben aus, was wir nicht brauchen. Da haben wir nichts. Nö, da haben wir wirklich nichts. Die sind leer, ne? Ja, das ist aber Essen. Wir laden hier die Flasche noch mal eben auf. So. Trinken was, laden die Flasche auf. Essen, ein Stück Fleisch und eine Kokosnuss. Ja, wird es jetzt gleich dunkel oder? Und wir schlafen erst noch die Nacht weg oder wie machen wir es? So, weiter geht's. So, ich würde sagen, wir machen die Nacht hier noch eben durch. Und starten direkt morgen früh, weil ich will da nicht mitten in der Nacht auftauchen. Aber was machen wir in der Zeit? Ich wollte ja noch hier das ganze Ding ein bisschen vergrößern. Und das machen wir jetzt auch. Und ich würde mir gerne Sachen mitnehmen, um an dieser Schlucht hier Sonnengerät aufzubauen, wenn wir hinterher alles erledigt haben. Deswegen gehen wir jetzt hier mal rum, hauen uns ein paar Bäume weg. Ja. Solange wir hier noch Tageslicht haben, können wir das ja wohl machen. Dann können wir nämlich die ganze Geschichte da noch ein bisschen vergrößern. Ja. Hä? Was ist denn da noch runtergefallen? Oh, noch mehr Kokosnüsse, sehr gut. Ich dachte, ich hätte hier alle weggepflückt. Hm, da habe ich wohl welche übersehen. Auch, oder wachsen die nach? Und das ist gerade eine ziemlich doofe Sache, dass ich die ganzen Bäume hier weghaue. Naja. Wir haben ja da hinten die Hyänen. Wenn wir die schießen und die geben Fleisch, dann sind wir da auch wieder ein ganzes Stück weiter. Was ja auch cool wäre. Habe ich jetzt 5 von den Dingern? Nee, nur 4. Wo ist denn der 5. wieder? Oh, wenn die ins Wasser fallen, ne? Das ist noch irgendwie ein bisschen blöd. Dass die Dinger ins Wasser fallen, aber da scheint keine zu sein. Achso, da ist dieses. Ah, ich wollte mal diesen Sonnenschutz ausprobieren. Mit, was war das denn? Sonnenschutz. Da. Oh ja, da wollte ich einmal ausprobieren. So, ja, wir... Ach so, da ist noch ein Wedel. Ach so, da sind die Wedel. Ein Wedel muss hier noch irgendwo rumliegen. Ich habe keine Ahnung wo. Aber einer muss hier noch rumliegen. So, wir müssen mal gucken, wie wir dann morgen die Hyänen so gewuppt kriegen. Ich hoffe doch gut. So. Ah, der eine Wedel, der wird sich wohl wiederfinden, ne, denke ich. Der da jetzt noch fehlt. Der ist bestimmt hier. Da war er doch. Da hat er doch gerade was gehabt, oder? Ich hätte gesagt, ja. Aber irgendwie nicht. Nö. Ja, wir brauchen bestimmt auch noch ein paar Taue. So, erstmal brauchen wir den Hammer. Hier ist er nicht drin. Dann ist er bestimmt hier. Was kann für den Hammer hier rein? Die Kokosnüsse. So, das wollen wir nämlich mitnehmen. So, dann wechsel mal den Hammer gegen die Dinger. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen Fundamente anklatschen. So, ich würde gerne erstmal... Hä? Oh, 2 Holzbrett fehlen. Okay. Dann mach doch mal erstmal eben 2 Holzbrett. Da machen wir noch 2 mehr. Und ja, da müssen wir schauen. Und wir sind voll. Ah, wie ich das hasse. Hä? Nein, Mann, das nervt auch, ey. Ah, Mann. Ja, hier. Bitteschön. Kannst du erstmal meine Axt haben? Gibt's dir jetzt gleich noch einen Sturm oder wie sieht's aus?
Vier Stück habe ich gemacht, genau. So, ne? Lass uns doch mal Fundamente bauen. Ja. Und das. Und dann fehlen uns noch mal zwei Baumstämme. Ach, hier wollte ich gucken. Die habe ich noch. Aber ich habe keine Holzbretter mehr. Also brauchen wir die Axt wieder. Oh, was ein schrecklicher Mist hier. So, hier, das kann hier rein. Dann haben wir den Platz und kann meine Axt behalten. So, da hinten. Ey. Cannabis, ärgere mich nicht. So. Ja, da wachsen die Kokosnüsse wirklich nach. Ich muss das echt mal irgendwie beobachten, ne? Vielleicht wachsen ja auch die Mangos nach. Lass den Baum mal stehen. Ja, kann ja sein. Fände ich cool. Noch viel Holz kriegen wir hier aber auch nicht mehr, ey. Die Oase ist abgegrast. Aber ja, wir können ja hier dann auch später diese Beete bauen und uns selber Bäume anpflanzen. Da, guck mal. Hier. Mangos, die wachsen. Na, ich habe doch hier alles abgepflanzt. Tatsächlich. Die wachsen nach, die Sachen. Oh, dann lassen wir vor allem die Mangos jetzt hier stehen, oder? Also hier, doch. Die wachsen nach. Ah, Kokosnüsse. Oh, dann kann ich keine Palme mehr hier wegmachen. Das ist meine letzte Nahrungsquelle hier. Ja, die lassen wir schön hier. Ach, guck mal, ey, das ist ja cool. Ja, und ein paar Mangosamen habe ich ja auch schon gehabt. Also, ich habe hier ja, warte mal, wo habe ich die denn hingepackt? Hier, ne? Hier. Da sind die Mangosamen. Cool. Und hier sind die Dattelsamen. Heißt, wir werden ein paar Bauernhofgrundstücke bauen müssen. So, dann machen wir mal zwei Bretter. Also erstmal mal hier 2 auf 2. So, da müssen wir gucken. Oh, jetzt geht das wieder los. Wann habe ich denn jetzt wieder zu viel hier drinne? Oh, irgendwas hast du ja immer zu viel, ne? Schmeiß mal das Ding kurz weg. So, dann sammeln wir schön die Bretter hier. Was ein Chaos hier, ne? Ja. So. So, dann bauen wir uns das jetzt erstmal so auf. So, dann gucken wir mal, ob wir... Ja, die müsste ich jetzt abreißen und dann kriege ich nichts, ne? Ja, nützt ja nichts, ne? Du erhältst Baumstamm, Wedel. Naja, wenigstens eins wieder gekriegt, ne? Das ist doch schon mal was. So. Eine normale Wand. Einmal. So. Hier eine normale Wand. Hier eine normale Wand. Und da hätte ich gerne ein Fenster hin, ne? Ach. Eine Fensterwand. Jetzt fehlen wieder Sachen hier. Oh Mann. Wedel haben wir noch, aber Baumstämme fehlen. Ja, das ist jetzt blöd. Ich will die Baumstämme da nicht angreifen. Die letzten beiden Bäume hier. Was machen wir denn jetzt? Ich würde sagen, das bauen wir nochmal besser aus. Wir speichern. Wir schlafen. Und dann gehen wir erstmal los. Jo. Ja. Wir packen uns, soweit es geht, leer. Na, viel ist dann nicht, ne? Ach ja. Da wollen wir mal warten hier. Oh, ging ja jetzt recht schnell, ne? Jo, dann wollte ich was essen, richtig? Bestimmt. Ich muss sogar was essen.
Konsumier doch gleich mal zwei so Mangos und nimm dir noch eine Kokosnuss. Oh, liegt sie wieder schön drauf. So, dann packen wir alles weg, was wir nicht gebrauchen können. Was können wir denn hier wegpacken überhaupt? Die Wedel würde ich ja gern wegpacken. Holzstämme haben wir schon keine mehr. Boah, Vieh kannst du hier nicht wegpacken, ne? Shit. Och, nee. Komm, den Stock schmeiß mal daneben. Den Hammer da rein ist wichtiger. Dann hier drauf. Die können hier mit bei. Ach, guck mal, da haben wir dann schon wieder 9 Wedel. Das ist ja okay. Ja. So, dann wollen wir die beiden Sachen bauen. Das mal eben nach da oben packen. Ah, die Kokossamen da rein. Schnell was trinken und dann gehen wir auch schon los. Gar nicht lange fackeln hier, ne? Einmal voll trinken. So, wie sieht's aus? Wir sind ausgerüstet. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Wunderbar. Ja, so, und dann habe ich gesagt, wir müssen in... Ach Mist, ey, ich wollte ja hier... Wachsen die Palmen auch nach? Die standen doch heute Nacht noch nicht da. Ey, cool, wenn die auch nachwachsen. Dann lass die mal wachsen hier. Oh, das ist fein. Das ist ja nice, dass die Pflanzen hier nachwachsen. Coole Sache das. Okay, dann lass uns mal losziehen hier. Ja, gut. Dann haben wir jetzt halt mal nicht dieses... Was brauchte ich denn dafür? Genau, hier. Oh, Sandsturm. Nein. Schnell hier rein. Auch wenn es nur halbwegs aufgebaut ist. So, ach so, habe ich jetzt nicht Kokosnüsse weggeworfen? Ja, hatte ich. Legt mal noch eine ab. So. Okay, den Sandsturm warten wir noch ab. So, so. Wäre immer noch nicht voll gefressen. Dann ess noch ein Fleisch und dann ist gut. Jetzt müssten wir aber so gut wie voll sein hier. Coole Sache. Uiuiuiui. Hier wütet es gut. Oh ja. Oh ja. Genau, ich wollte gucken, was mich dieser Geschützturm jetzt tatsächlich... 6 Baumstämme. Ich habe nur noch 2 oder so, ne? Ja. Nee. Und 4 Tauwerke? Nee. Dann lassen wir das erstmal. Wir wissen, wo wir hin müssen. Wenn wir uns das dann erlauben können, dann machen wir das. Irgendwie noch nicht so ein flüssiger Übergang hier, ne? Nee. So, komm, wir gehen los. Sonst, halt, trink noch mal einen Schluck. Na, trinken. So, einmal vollgetrunken, bitte. So, wahrscheinlich kommt heute auch wieder ein Wurm. Ganz bestimmt sogar. Nein, ich wollte ja nicht rennen. Wir müssen unsere Kräfte und Ressourcen sparen. Das tun wir jetzt auch. Ach ja. Ja, heute kriegen wir die Schlucht doch dann noch hin, ne? So, da ist der Stein. Doch, da so? Ja, eher diese Richtung, ne? Ah, wir finden die schon wieder, keine Sorge. Keine Sorge. Ich glaube, wir sind letztes Mal die da hoch und haben sie dann von da aus gesehen. Also die Dinger dahinter müssten die Pyramide sein. Ja, kriegen wir doch hin hier. Wir finden uns hier schon irgendwie zurecht. Da ist ein Trommel da. Gib mir mal die Mangos in der Hand. Vielleicht kann ich das ja schon sämen, ne? Das Dromedar. Wenn es eins war.
Da ist diese Ruine. Und wir müssen mehr in die Richtung dann. Oha, wo habe ich denn wohl ein Dromedar gesehen? Hm. Da hinten. Er ist mir zu weit in die falsche Richtung jetzt. Tatsächlich. Da ist die Pyramide. Heißt, wir sind hier schon richtig, ne? Ja, das Dromedar ist mir jetzt tatsächlich zu weit futsch. So, was haben wir hier? Da ist eins. Das ist nicht so weit weg. Mal gucken, wie das funktioniert hier, ne? Hm. Ja, ich weiß, ich lasse mich gerne ablenken. So, ja. Wie kann ich es denn füttern? Er. Aha. Kann ich es nochmal füttern? Hab ich gerade. Womit füttere ich das denn? Ich hoffe nicht mit Fleisch. Ja. Rest du mal schön hier. Ja, ja. So, und jetzt? Oh, moin. Kann ich dich jetzt reiten oder was? Ah. Du bist ja immer noch am Fressen, ne? So, und woher weiß ich jetzt, wann es gezähmt ist? Ah. Tschüss! Woher weiß ich denn, wann du gezähmt bist, mein kleiner Freund? Hm? Hm. Wie lange dauert sowas? Hey, 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 renn noch nicht weg. So. Hm? Nö. Ich kann es im Moment nicht füttern. Aber ich will doch... Folgt es mir jetzt, weil ich es gefüttert habe, oder was? Ich weiß es nicht. Ja, nö. Es folgt mir nicht, ne? Ja, ich muss aber mal eben gucken hier, ne? Ja, fress du mal schön. So, wo ist jetzt hier... Was? Wo ist denn diese Dings geblieben? Wo ist denn diese Schlucht? Oh, jetzt legt es sich hin. Wie schön. Können wir da jetzt was machen, mein Freund? Magst du uns jetzt? Er. Dromedar-Tasche. Dromedar ist gezähmt. Er gedrückt halten, um Dromedar zu reiten. Oh, cool. Oh, das ist ja geil. Wie cool ist das denn bitte? Ja, da ist auch die Schlucht, ne? Ah, das ist ja geil. Sehr geil, sehr geil. Das gefällt mir. Nicht mehr laufen hier. Das ist ja mehr als cool, ey. Ja, ich würde aber das Dromedar gleich irgendwo absetzen. Oh ja, trinken müssten wir gleich. Ich habe keine Ahnung, ob uns diese Dingos, Hyänen oder was immer das ist, hier dem armen Dromedar was antun, ne? Wie ist das überhaupt? Haut es ab, wenn ich es verlasse? Und wie kann ich denn absteigen? Auch wieder mit R? Oh, hier bleibst du mal stehen. So. Ah ja. Ja, es ist heiß, ich weiß. So. Jetzt lass doch mal checken hier, ne?
Hier waren auf jeden Fall gestern ein paar Viecher. So. Die sind jetzt hoffentlich noch da. Mein Dromedar, nicht abhauen. Nicht abhauen, nee, nee. Hau das ab? Nein. So, ich will es zumindest im Blick behalten, ne? Ja. Ah, sehr cool. Aber wo sind denn die Hyänen oder was die hier gestern waren? Ich muss unbedingt gucken, dass ich Kleidung mache. So, du bleibst schön da, ne? Wo ist mein Freund? Ja, ja. Bleib du mal schön da. So. Na, eigentlich hatten wir ja gestern Wurm. Und wenn das Update sagt, es gibt nur noch alle 2 Tage Würmer, dürfen wir ja heute keinen kriegen, ne? Also, ich traue dem ganzen Braten erstmal noch nicht. Ich latsche ja nicht einfach rein, ne? In irgendeine Falle oder so. Sind da unten irgendwelche Viecher? Ich sehe erstmal keine. Huh. Oh ja, es ist heiß, ey. Und trinken müssen wir, trinken müssen wir. Wir brauchen Schatten, wir müssen trinken. Oh ja. Ja, wir gehen jetzt erstmal da runter. Hier sieht es ja gerade erstmal so aus, als wären die Hyänen gerade nicht da. Eigentlich schade, wegen Futter. Aber mal gucken, was uns da unten noch so erwartet, ne? Haben wir hier irgendwas draufstehen? Nö. Okay, ja, das Dromedar scheint hier zu bleiben. Okay. Okay, okay. Kann ich das hier irgendwann kaputt machen? Nö, ne? Ja, ist ja gut. Ach, schade mit den Hyänen. So. Hier, die Stöcker kannst du erstmal halten. Hier ist schön. Hier gibt es zumindest Jukas, ne? Das ist gut. Oha. Hier gibt's Höhlen. Da wollen wir da rein. Hier gibt's auf jeden Fall irgendwo Wasser. Aber wo? Wo sieht man denn hier Wasser? Müssen wir hier rein? Natürlich hat er keine Fackel mit. Metalllagerung, aha. Jetzt aber, ach so, trinken, ja, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ah ja. So, essen. Nee, ach hier. So, kann ich hier trinken? Oh ja, sehr schön. Ja, wunderherrlich. Kann ich hier auch die Flasche wieder auffüllen? Geil. Wie cool. Aber, ja, jetzt bräuchten wir so eine Spitzhacke, ne? Ja, wir haben ja jetzt wieder ein paar Steine gesammelt. Wir können ja hier öfter hingehen. Aber ich hatte gehofft, ich finde hier noch irgendwas. So eine schöne, irgendwie so ein paar Rezepte hier. So ein paar Sachschnell. Ach, Mensch. So ein paar Baupläne. Was haben wir denn da? Haben wir da irgendwas? Nö. Aber ich dachte, hier gäbe es noch irgendwie ein paar Baupläne. Aber irgendwie leider nein. Aber wir können hier jetzt mal kurz gucken. Brauchen wir denn für so eine Spitzhacke? Was fehlt uns denn? Stöcker haben wir hier. Tauwerk haben wir alles da. Stöcker liegen hier so rum.
Da ist noch einer. Dann waren hier Jukas. Mach mal eine weg. Dann kriegen wir ja hier die Stiele. Ja. Oh, voll gut, ey. So, dann machen wir mal eben ein Tauwerk, zwei Stück. Gut. Dann können wir die Metalllegierung da kaputt hauen. Ja. Ich weiß zwar noch nicht, wofür wir es brauchen. Aber hier gibt es Trinken. Das ist schon mal cool. So, lass mal gucken. Müsste jetzt fertig sein. Genau. Hergestellt. Boah, viel Platz haben wir nicht mehr, ne? Naja, ein bisschen haben wir noch. So. Ja, sehr cool. Dauert, aber wir haben Eisenmetallerz. Vier Stück. Ja, immerhin. Immerhin vier Stück davon, ne? So, warum verliert er jetzt gerade Leben? Weiß ich auch noch nicht. Ah, aber sonst... Ja, ich will noch mal diese eine Dings höher checken. Also erstmal schnell checken, da dir keine Dingos rumrennen. Ah. So, ich hatte mir gehofft, ich würde hier noch ein paar Baupläne finden. Aber scheint irgendwie nicht so zu sein, ne? Ah. So, wir gucken hier trotzdem nochmal entlang. Wer weiß, ne? Bevor wir gleich irgendwas übersehen, was ist das denn da? Das sieht doch irgendwie komisch aus. Das sieht doch irgendwie... Guck mal hier. Das sieht so aus, als wäre da... Ach so, das sollen Steinplatten darstellen. Das sah erst so aus, als wäre da irgendwie so ein Mechanismus. Ja, hätte ich gehofft. Aha. Ah. Ja, das war ja jetzt nicht die Ausbeute hier, ne? Schade eigentlich. Ich hatte mir hier ein bisschen mehr erwartet. Ja. Oh, was haben wir hier? Noch ein bisschen Steinlagerung. Was ist das hier? Nur ein Stein. Ja, aber Steine, brauche ich noch welche? Erstmal nicht, ne? Ja, und hier geht's nur tief runter. Hm. Schade, schade. Ah. Irgendwas Besonderes hätte ich mir hier wohl gewünscht, ne? Na komm, dann gehen wir jetzt zurück. Ach, das ist ja schade. Irgendwie fehlen mir jetzt auch gerade die Würmer. Ich will ja diese Sachen für die Panzerung zusammenkriegen, ne? Und ja, müssen wir jetzt beim Reiten noch mal ein bisschen gucken, ne? Unser Dromedar ist uns treu. Was mir schon mal gut gefällt. Das hat nicht einfach abzischt. Ja, weiß man ja auch nicht, ne? Weil hier waren doch gestern Hyänen am Start. Irgendwelches Viecherzeugs. Wieso sind die alle weg? Wegen dem Sandsturm oder? Weil ich die ganzen Würmer hier anlocke. So, also ich will hier auf jeden Fall alles absuchen. Nicht, dass ich mir nachher sagen lassen muss, Alter, du hast alles übersehen. Ne? Nee, nee. Das möchte ich mir nicht nachsagen lassen. Hm. Aber ich wüsste gerade nicht, was ich übersehe.
Ja, nee. Hier übersehe ich gar nichts. Richtig? Ich hatte mir gehofft, ich kriege hier noch ein bisschen Fleisch wieder zusammen. Das habe ich mir gehofft. Aber irgendwie ist dem nicht so. Ist beides nicht. Weder Baupläne noch Fleisch. Sehr, sehr enttäuschend hier. Sehr, sehr enttäuschend. Schade, schade. Hier wären so viele Möglichkeiten gewesen, ne? Irgendwas zu verstecken. Naja, in dieser Schlucht gibt's nicht viel. Leider. Und diese Bäume kann man aber auch nicht fällen, oder? Doch. Kannst du. Gibt das was oder gehen die überhaupt kaputt? Oh ja. Oh, guck mal. Jetzt habe ich keinen Platz mehr dafür. Irgendwas zum Wegschmeißen? Nö. Ach, jetzt habe ich vergessen, die Sonnencreme zu nehmen. Ja, komm. Hier, die liegen ja morgen bestimmt auch noch hier. Gut zu wissen aber, dass es das hier gibt. Hier gibt es zwar nichts Besonderes, nichts, wo man unbedingt sagen muss, das brauche ich jetzt. Aber es gibt hier ein bisschen Holz. Es gibt Wasser. Naja, das war es auch schon, ne? Es gibt hier Yuccas. Ja, gut, okay. Ist ja immer noch besser als nichts. Guck mal, Tiercode. Oh, das muss ich aber aufnehmen irgendwie. Aber was kann ich dafür wegtun? Konsumieren. Ja, egal. Hilft bestimmt. Aber ich will die Kacke mitnehmen. Ey. Da. Wollte gerade sagen, wo bist denn du? So, da ist die. Dann würde ich sagen, wir gehen mal diese Richtung. Auch gern ein bisschen schneller. Juhu. Aber der hat echt eine gute Ausdauer, das Trommel da, ne? So, lass uns mal nach Hus. Da ist die Pyramide, dann heißt da sind wir schon irgendwo ganz richtig, ne? Voll gut, ey. Eine Dromedar-Tasche, da können wir wahrscheinlich auch mehr tragen. Coole Sache. Coole Sache hier. Ja, mit so einem Dromedar ist schon geil, ne? Ja, ich hätte ja gern noch mal geguckt, ne? Da ist der Eingang der Pyramide, da wollten wir eigentlich gar nicht hin. So, komm, wir gehen hier nochmal über die Düne. Gucken, ob wir in die Richtung was sehen können. Und sonst geht's rechts runter nach Hause. So, da hinten. Da ist so ein bisschen schwarz. Ich glaube, wir gehen morgen mal so ein bisschen in die Richtung. Gucken, was wir da noch so finden. Aber nach Hause geht's jetzt da lang. Würde ich sagen. Da unten ist meine Oase, ja. Ja, da geht's jetzt erstmal lang. Sehr schön. Ja, hier mit der Grafik, das ist noch nicht so das Wahre, ne? So. Ach, guck mal, ey, wie lange der reiten kann hier. Krasse Sache. Dann gehen wir morgen mal an der Pyramide links runter. Oh, oh, oh. Fleisch. Ach Gott. Oh Mann, ey. Das war ja ein super Schuss hier. Ein super gar nichts Schuss. Oh ja, du bist der Heldenschütze, ey. Ehrlich.
So. Die anderen beiden muss ich morgen suchen. Wo sind sie denn jetzt alle hin? Da. Jo, erwischt. So, mein Pfeil. Und Beute. Ha. Ja. Also mal eben hier rausplöppen. Weil sonst ist das Viech gleich weggespawnt, aber mein Zeugs ist nicht mehr und mein Zeugs ist nicht mehr da. Lass mal schnell gucken, dass wir hier irgendwas auspacken können. Dann hole ich noch meinen Dromedar. Puh, sieht nicht so gut aus, ne? Können wir irgendwas loswerden hier? Nö, können wir nicht. Mist. Mist, Mist, Mist. Ach, die Steine hätte ich doch loswerden können müssen. So, mal eben die Kokosnüsse raus. Die Steine müsste ich doch. Ne, habe ich keine Steine mehr in der Kiste? Nö. Naja, eine Sache noch. Und zwar mal eben die abgelegt. Dann holen wir uns die Sachen von dem Gnu. Dann hole ich meinen Dromedar. Hier ist noch eins. Egal jetzt. Wir haben 3 Fleisch und 2 Leder und ein Dromedar. Uns geht's doch echt gut hier, ne? So, komm, mein Freund. Lass mal nach Hause reiten. Ich mag das. Ich mag das Dromedar. Ich mag es nicht nur, ich liebe es sogar. Ja, guten Tag, mein Freund. So. Dann sage ich doch mal, wieso habe ich das weggeschmissen? Na, dann mach du mal gut heier. Ich hoffe, du bist morgen noch da. Ja, wer weiß das denn schon? Da. Das da rein. Dahin. So. So. Wir brauchen noch so eine Kiste. Was brauchten wir denn für so eine Kiste? Ah, hier, Dromedar-Tasche. Was brauchen wir denn dafür? Tuch und Tauwerk. Oh, 5 Tücher. Wow. Stiel. 7 Stiele. 10 Stiele. Mhm. Und Stöcker. Stöcker haben wir. Jo, moin. Ja, egal. Uns geht's hier soweit ganz gut. Wir brauchen nur noch mal so eine Box hier. Ah, hier, das Fleisch kann ich auch loswerden, indem ich es hier reinpacke. Genau, hier wächst noch wieder eine Palme, sehr geil. So, da wäre das nächste Gnu. Machen wir morgen, ich trinke mich jetzt mal eben voll, esse mir was und dann speichern wir. Weil es wird jetzt auch kalt, genau der richtige Zeitpunkt zum Speichern und Schlafen. Ja, und dann machen wir hier morgen weiter. In der Hoffnung, dass Dromedar ist morgen noch da, essen wir da und das. Und dann nehmen wir aber, damit es hier nicht während des Speicherns despawnt, nehmen wir mal eben die Kokosnüsse hier wieder auf und meine Spitzhacke. Und eine Kokosnuss war wo? Da. So. Und jetzt wird gespeichert und das war's dann für heute. Wunderbar. Ja, wenn euch die Folge heute gefallen hat. Oh, haben wir lange überzogen. Egal, dafür war's cool. Ja, ich muss es füttern. Okay. Ich verabschiede mich gleich. Ich will eben das hier futtern. Da. Ah, drum und damit gefüttert. Alles klar. Nicht, dass es morgen weg ist, ne? Ja, fangen wir nochmal an. Wenn euch die Runde heute gefallen hat, so wie mir, ich fand sie richtig geil, interessant an der Schlucht, auch wenn wir nichts gefunden haben, und dass wir einen Dromedar haben, da können wir ja auch nochmal hier eben, ne, mal eben so ein bisschen gucken hier. Na, mein Freund, mein Dromedar? Jawohl. Ja, ich würde sagen, hier kommt auch langsam Leben, da ist ein Gnu, da hinten rennt eins rum, da vorne irgendwo auch noch, ja.
Also, wenn euch das alles gefallen hat heute, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, dann abonniert ihn euch gerne. Schaut euch auch gerne alle anderen Videos an, würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao.